Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit mit mir kommen könnte. Dabei war ich bis vor kurzem ein beneidenswerter Mann. Ich hatte einen tollen Job, war verheiratet mit einer wunderbaren Frau und besaß eine Segeljacht. Jetzt gehört die Yacht einem anderen Mann. Und ob das immer noch meine Frau war, da war ich mir nicht mehr so sicher. Ich kann nicht. Die Inder kommen. Ist mir egal, er soll sich bei mir melden. Das kann ich nicht auch noch machen, das müssen wir regeln. Das muss perfekt laufen. Ein kleiner Imbiss wäre nicht schlecht. Ich habe aber Vorsicht, die meisten nehmen das. Entschuldigung. Vegetarier. Gut. Na, Janina, gut geschlafen? Die ganze Nacht wach gelegen. Wieso denn? Heute Abend ist Premiere, schon vergessen? Nee, natürlich nicht. Ja, vor lauter Aufregung kann ich meinen Text nicht mehr. Soll ich dich abhören? Ja. Erster Akt, erste Szene. Erster Akt, erste Szene. Nun, liebes Herz, warum so blass die Wange? Wie sind die Rosen dort so schnell verwelkt? Vielleicht, weil Regen fehlt, womit gar wohl mein umwölktes Aug sich netzen könnte. Wehe mir, nach allem, was ich jemals las und jemals hört in Sagen und Geschichten, rann nie der Strom der treuen Liebe sanft, denn bald war sie verschieden an Geburt. O Qual, zu hoch vor Niedrigem zu knien. Text. Oh Tod mit fremden Augen. Morgen ein kleiner Spaß, ne? Gut geschlafen? So. Kaffee ist nichts für kleine Mädchen. Du bist erst 7. Aber ich bin schon 8. Trink deine Milch. Papi hat dich lieb. Tschüss. Alles okay? Ich fahre mich ruhig um. Das ist die einzige Gelegenheit, dass du mich mal in den Arm nimmst. Tut mir leid. Ach komm, lass. Ich kauf neue. Die sind fürs Buffet heute Abend nach der Vorstellung. Was? Ich vergesse manchmal, wie schön du bist.
Angebot für die Inder noch mal neu kalkulieren. Vielleicht gibt es bei dem Preis noch ein bisschen Luft. Gut. Herr Lechner. Herr Schuster. Was gibt's? Ich halte Ihre Anlagestrategie für äußerst riskant. Sie sollten sich breiter aufstellen. Hybrid 2.0 wird die Emissionen auf drastische Art und Weise reduzieren und uns noch unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen. Wäre übrigens auch was für Sie, Herr Lechner. Abgesehen davon, was sind die Alternative? Ich kaufe die Finanzprodukte Ihrer Bank, die ich nicht verstehe. Noch ist dieser Motor nicht zugelassen. Eine Formsache. Es geht nur noch um die Zustimmung der EU-Kommission. Und wenn Brüssel Nein sagt? Halten Sie mal. Vertrauen Sie mir einfach, Herr Lechner. Ich bin es gewohnt, Verantwortung zu tragen. Warum läuft das Mistding nicht? Wie laufen die Verhandlungen, Frau Müller? Den Indern ist unser Preis noch zu hoch. Deshalb dachte ich mir, wir zeigen denen mal, wie sorgfältig Bergkohl produziert wird. Exzellente Idee. Ja, aber da gibt es ein Problem mit der neuen Reibschweißeinheit. Ich kümmere mich drum. Software? Nein, ein Bedienfehler. Ich habe den Notdienst gerufen, der steht im Stau. Ja, und wir verlieren den Indien-Auftrag. Zwei Weinbuchs, halten Sie mal. Ja. Warum machen Sie sich die Hände dreckig? Der Techniker ist doch gleich da. Weil das nur ein paar Handgriffe sind. Hast du schon was von Papa gehört? Keine Sorge, das lässt er sich nicht entgehen. Sollen wir noch mal deinen Text machen? Janina? So. Die Inder können kommen. Strom einschalten. Sie haben echt was verpasst. Ihre Nina hat uns alle zu Tränen gerührt. Ich komme jetzt rein, okay? Abgeschlossen. Wundert dich das? Komm ins Bett. Ich muss noch meine E-Mails checken. Wenn das so weitergeht, dann suche ich mir einen jungen Liebhaber. Noch jünger. Nächste Woche ist unser Hochzeitstag. Den du allein im Flieger nach Indien verbringst? Nee, um 12 Uhr fällt der Hammer und dann gehöre ich nur noch dir. Ich bin gespannt.
Herr Huber. Nein. Haben wir doch schon besprochen. Wie, Sie gehen schon? Hochzeitstag. Und der Vertragsabschluss mit den Indern? Frau Müller, das schaffen Sie auch ohne mich, oder? Sind Sie wenigstens erreichbar? Du hast uns ein Boot gemietet. Gemietet? Das gehört dir. Du musst es nur noch taufen. Ich wäre auch mit einer Jolle zufrieden, wenn du mehr Zeit für mich hättest. Jetzt bin ich da. Haben wir alles? Knabberzeug, zwei Gläser, du hast den Champagner. Handy aus. Heute wird nicht gearbeitet. Sicher? Möglich nicht. Schuster. Ich muss noch mal kurz in die Firma. Die Inder weigern sich, mit einer Frau den Vertrag zu schließen. Ich bin sofort wieder da. Lass dir ruhig Zeit. Feier ich meinen Hochzeitstag halt alleine. Ist ja nichts Neues. Was kosten die Rosen? 3 Euro. Ich nehme alle. Macht 90 Euro. Okay. Der Rest ist für Sie. Und der Eimer? Was ist passiert? Sie hatten unvorstellbares Glück. Ihr Auto ist nur noch Schrott. Wir werden Sie ein paar Tage hier behalten. Ein paar Tage? Ich muss in die Firma. Wo ist mein Handy? Ihr Handy bekommen Sie erst wieder, wenn Ihr Kreislauf wieder stabil ist. Was Sie jetzt brauchen, ist Ruhe. Hey. Ich hab gesagt, ich kann meinen Aufsatz
Geburtstag auch alleine feiern. Ist nichts passiert. Na, ihr Äpfeltäschchen? Hier für dich habe ich selbst gebacken. Oh, danke. Hat denn jemand Geburtstag? Ja, du, Papa. Du wärst fast gestorben. Und jetzt musst du die Kerze auspusten. Darfst du dich denn überhaupt schon so anstrengen? Superman ist doch unbesiegbar. Yes, baby. Jetzt brauchen wir noch Teller. Vielleicht fragt ihr mal im Schwesternzimmer. Okay. Du auch, Lini. Dass du dich permanent überforderst. Was soll ich denn machen? Aussteigen? Es geht doch nicht darum, dass du vom Hamsterrad in die Hängematte wechselst. Weniger ist mehr. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ja, das hört sich immer gut an. In der Theorie. Frank, ich brauche das alles nicht. Die Villa, zwei Autos, das Boot, den ganzen Luxus. Meinst du ich? Aber warum schuftest du dann bis zum Umfallen? Ich mag meine Arbeit. Diese Firma ist mein Leben. Ich kann eine Menge Sachen bewegen. Ich trage Verantwortung. Ich arbeite gern. Du bist nicht der Einzige, der einen Beruf hat. Ich kann auch das Geld für uns verdienen. Wie denn? Lustige T-Shirts bedrucken wie deine Freundin Maler? Entschuldige, das war doof. Frau Schuster, wir brauchen noch ein paar Daten. Muss aber nicht sofort sein. Geh ruhig. Kannst du gleich nach den Kindern kommen. Frau Müller? Ja, 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 es geht mir gut. Hören Sie mir zu. Ich brauche dringend ein paar Sachen ins Krankenhaus. Firmenwagen, Laptop und Handy. Frau Müller, ich bin auf dem Weg. Ja. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich mach so schnell ich kann. Um 14 Uhr hätte ich gerne die Abteilungsleiter zur Sitzung. Namensschilder unter anderem. Ich finde silberne Schilder schick, wo nur der Vorname draufsteht. Wir sind doch keine Fastfood-Kette. Also ich würde auf die Vornamen verzichten. Zum Beispiel Huber. Einfach nur Huber. Allein für Buchhaltung arbeiten drei Hubers. Die können Sie doch nummerieren. Wen? Na, die Hubers. Alles in Ordnung, Herr Schuster? Gar nichts ist in Ordnung. Ich war so gut wie tot, aber das Leben hat mir eine zweite Chance gegeben. Und was mache ich damit? Ich verbringe meine Zeit mit Diskussionen, ob die neuen Namensschilder Gold
oder silbern sein sollen. Sie können doch jetzt nicht einfach gehen, Herr Schuster. Ich werde Sie alle vermissen. Frank, wieso bist du nicht im Krankenhaus? Ich habe mich vorzeitig entlassen, aber nicht nur aus dem Krankenhaus. Was? Ich habe bei Kroll gekündigt. Du hast was? Ich habe gekündigt. In den Sack gehauen, den Büttel hingeschmissen. Sucht euch was aus. Hat dir die Konkurrenz ein besseres Angebot gemacht? Nein. Die Inder? Nein. Vielleicht hat der Papa doch was von seinem Unfall zurückbehalten. Richtig, mein Schatz. Dass man nicht immer so weitermachen kann, als wäre nichts geschehen. Jetzt freut euch doch. Endlich habe ich Zeit. Wann waren wir das letzte Mal gemeinsam im Urlaub? Vor 3 Jahren. Ja, über Ostern in Venedig. Ja, und nach 12 Stunden musstest du wieder zurückfliegen. Das wird jetzt alles anders. Keine Handys mehr, die ständig dazwischen quatschen. Keine wichtigen Termine, die sich nicht verschieben lassen. Keine Erreichbarkeit von morgens bis abends. Wir werden uns endlich wieder den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Was soll das sein? Zuschauen, wie die Sonne über dem See untergeht. Ein gutes Gespräch. Wann haben wir das letzte Mal Mensch, ärger dich nicht gespielt? Morgens dem Gesang der Vögel lauschen. Die Schönheit des Lebens entdecken, die in den kleinen Dingen steckt. Jetzt kommt doch an Bord. Sollst du auch mal wieder. Mach den Kopf schön klar. Ich muss mich doch noch schonen. Schade. Die Kinder sind aus dem Haus. Du hast frei. Ich soll eigentlich nur keinen Sport machen. Na dann. Ich fahre heute mit dem Bus.
Wie, du meckerst doch immer, dass der Bus zu spät kommt. Im Bus trifft sie doch David. Wer ist David? Ihr Lover. Alte Petze, ich. Komm, dann hilf du wenigstens rein. Wir machen ein Projekt über das Energiesparen. Und da kommt es nicht so gut an, wenn ich da mit einem 16-Liter-Auto vorfahre. Schwimmen? Na, mal gerne. Ich habe Maler versprochen, ihr zu helfen, alberne T-Shirts zu bedrucken. So kriegen Sie die nie weg. Die Streifen, das sehe ich ja von hier unten. Da müssen Sie Zeitungspapier nehmen. Schauen Sie mal. Nee, ich zeig's Ihnen. Lassen Sie mich mal. Geht auch von Hand, oder? Spart Strom und das Geld fürs Fitnessstudio. Schauen Sie mal. Oh, warum fragst du mich nicht vorher? Ich war auch einkaufen. Jetzt haben wir alles doppelt. Oh. Du hast der Putzfrau gekündigt. Und dem Gärtner auch. Die Putzfrau wusste nicht mal, wie man richtig die Fenster putzt. Nämlich? Mit Zeitungspapier, damit es streifenfrei wird. Und was hat der arme Gärtner verbrochen? Der verballert kostbare Ressourcen, anstatt sich selber zu bücken. Und wer macht jetzt den Garten und putzt die Fenster? Streifenfrei? Na, wir! Wir machen endlich mal wieder was zusammen als Familie. Das habt ihr euch doch immer gewünscht. Halt mal. Na toll. Nee, so natürlich nicht. Da müsst ihr eine Schaufel für nehmen. Wie wär's denn, wenn du mal mit anpacken würdest, Papa, anstatt immer nur den Chef zu spielen? Würde ich gerne, aber der Arzt hat gesagt, ich soll mich noch schonen. Hoffentlich geht der bald wieder arbeiten. Ja, Nina. Aber Mann, ist doch wahr, du denkst doch genauso. Mit der Schaufel. Was ist denn? Schmeckt euch nicht. Echt super, Papa. Schleimer. Wo willst du jetzt hin? Zu David. Zu spät noch. Mathe üben. Also ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir alle zusammen was spielen würden. Hast du auch was vor? Ja, Elternabend. Ich stelle mich wieder zur Wahl für die Elternsprecherin. Schade. Hä? Naja. Dann spielen wir wenigstens was, ha? Huh? Ich muss noch meine Mails checken. Kann später werden. Wir gehen danach immer noch was trinken. Warte, ich komme mit! Deshalb hat die Schulkonferenz entschieden, wegen der leider klammen Finanzlage unseres Gymnasiums dieses Jahr auf das Sommerfest zu verzichten. Wir könnten uns doch mit einer anderen Schule hier in Starnberg zusammentun und uns die Kosten teilen. Ich halte das ehrlich gesagt für keine gute Idee. Bei einem Sommerfest geht es ja darum, dass die Schule ihre Corporate Identity schärft. Das erreicht man aber nicht, indem man Konkurrenten mit an Bord holt. Private Sponsoring. Wir sollten versuchen, Eltern dazu zu bringen, sich finanziell zu engagieren. Der eine, der etwas mehr geben will, der zahlt die Band. Der andere kauft ein paar Müllsäcke. Das senkt die Kosten und schafft Gemeinschaft. Ich schätze, es kommt ja noch mit, was trinken. Ja, gerne. Bist du irgendwie sauer? Nee, ich bin nicht sauer.
Weißt du, ich habe das echt gern gemacht, Elternsprecherin. Und dann kommst du, du warst noch nie im Leben auf einem Elternabend und dir liegen sie alle zu Füßen. Ist doch egal, wer von uns Elternsprecher ist, es bleibt doch in der Familie. Außerdem bist du meine Stellvertreterin. Und wenn ich mal keine Zeit habe, dann... Ja, aber du hast jetzt immer Zeit, Frank. Stimmt auch wieder. Du, wie soll das eigentlich mit uns weitergehen? Wie weitergehen? Wann suchst du dir wieder einen Job? Einen Job? Ich soll mir einen Job suchen? Das klang vor 4 Wochen aber noch ganz anders. Frank, du musst kürzer treten. Der Unfall ist ein deutliches Zeichen, dass du dich ständig überforderst. Ich habe die Konsequenzen gezogen. Ist mir übrigens nicht leicht gefallen, alles einfach hinzuschmeißen. Das hat dich keiner gezogen. Nee, aber ich dachte, wir wollten wieder mehr Zeit füreinander haben. Ja, das war auch mal der Plan. Aber jetzt nimmst du mir mein Leben weg, weil du kein eigenes mehr hast. Ich habe kein eigenes Leben? Ja, du hast ja noch nicht mal Freunde. Als ob ich keine Freunde hätte. Verstehe, du musst arbeiten. Aber nach Feierabend? Mit dem Bier im Stehen. Was mit dem Wochenende? Warteliste. Gut, ich melde mich. Ich bin's, Frank. Wollte mich mal wieder melden. Hast du Lust auf eine Partie Golf? In 3 Wochen. Gut, kann ich noch ein bisschen üben. Ja, na, melde dich. Ciao. Es ist lieb von dir, dass du mir wieder hilfst. Hab ich doch versprochen. Ja, aber jetzt ist dein Mann zu Hause. Vielleicht bin ich ja deshalb hier. Was? Ich hab gedacht, du freust dich, dass Frank jetzt mehr Zeit für dich hat. Ja, aber dann ist den ganzen Tag. Frank steht überall im Weg und weiß alles besser. Oje, oje. Warum gehst du nicht arbeiten? Was mach ich denn hier gerade? Nee, ich meine richtig arbeiten, mit Geld verdienen. Ach, Geld ist nicht so das Problem. Oh, das ist die Lieferung. Ich mach schon. Na? Schön, dass es so schnell mit uns geklappt hat. Du hast ja allen Grund, dich zu beschweren. Mit dir einen Termin fürs Golfen zu bekommen, das war ja bis vor ein paar Wochen schwieriger als eine Audienz beim Papst. Aha. Jetzt habe ich alle Zeit der Welt. Weißt du denn noch, wie es geht? Gelernt. Ist gelernt. Frankie Boy! Na, Frank, wie ist es denn so, das süße Leben? Langweilst du dich nicht? Langweilen. Ich hab genug zu tun. Ich kümmere mich um die Familie, mache den Haushalt und bin zum Elternsprecher gewählt worden. Elternsprecher? Du machst einen Haushalt. Klingt ja richtig prickelnd. Ich hab's keine Sekunde bereut, bei Kroll gekündigt zu haben. Herr Schuster! Gut, dass ich Sie sehe. Sie gehen gar nicht mehr an Ihr Handy. Damit ich endlich mal meine Ruhe habe. Was ist denn los? Die EU-Kommission hat Nein gesagt zum OMD-Motor. Das ist nicht dein Ernst. Du hast nicht unser ganzes Geld in einen blöden Motor investiert. Das ist kein blöder Motor, sondern das ist die Zukunft. Das verstehen diese Idioten in Brüssel bloß nicht, weil sie nichts weiter zu tun haben, als die großen Automobilkonzerne zu protegieren. Ja, aber das ist doch nichts Neues. Wie kann man nur so naiv sein? Naiv? Du redest doch immer von Nachhaltigkeit. Und wirfst unserer Generation vor, dass wir euch nichts als Abfall hinterlassen. Eigentlich sollten wir Brüssel dankbar sein. Dankbar? Wofür? Dafür, dass wir gezwungen sind, die Dinge ein bisschen bescheidener anzugehen. Und wie stellst du dir das vor?
das wird sich finden. Wir werden sparen und uns von ein paar Dingen trennen. Ein paar Dinge. Die wir nicht brauchen. Und was soll das sein? Unser Segelboot zum Beispiel. Ich dachte, das hast du mir geschenkt. Und der Flügel. Das wird ja immer besser. Du spielst nie Klavier. Und zwei Autos brauchen wir auch nicht. Eins hast du ja schon zu Schrott gefahren. Wir werden nicht unter der Brücke schlafen, okay? Werden wir Tat 4? Woher weißt du denn, was das ist, mein Schatz? Der Papa von einem Mädchen aus unserer Klasse hat auch keine Arbeit. Wie kommst du denn drauf, dass ich arbeitslos bin? Ich befinde mich gerade in einer Orientierungsphase. Jetzt kommt. Ich hab da gar nichts gegessen. Platz. Danke. Wäre es ein Problem, kurzfristig aus unserem Mietvertrag auszusteigen? Sie wollen sich vergrößern? Es gibt ein interessantes Objekt, ein Schloss aus dem 17. Jahrhundert. Droge. Ja oder nein? Der Hausbesitzer wird sich freuen. Da kann er noch mehr Miete verlangen. Wollen Sie sich nicht doch mal das Schloss ansehen? Zusammen mit Ihrer Frau? Wenn du... Entschuldigen Sie bitte die Störung, Frau Schuster. Aber Ihr Mann hat mich beauftragt, Nachmieter für Ihre Villa zu suchen. Nachmieter für die Villa? Ihr Mann war heute Vormittag in meinem Büro und hat den Mietvertrag gekündigt. Den Mietvertrag gekündigt? Ich dachte, Sie wüssten Bescheid. Dürfen wir uns trotzdem ein bisschen umsehen? Bitte. Sie sehen, der ganze Eingangsbereich, sehen Sie auch auf dem Exposé, ist ganz offen gehalten. Das ist also im Grunde fast ein bisschen Bauhaus. Ich habe es von außen ja schon gesehen, dass Sie Fenster haben. Ein Garagenwagen, Scheckheft gepflegt, hat 80.000 runter. Nicht mal. Der ist glatt das Doppelte wert. Ich weiß, aber mehr ist nicht drin. So einen hatte ich auch mal. Habe ich mir von meinem ersten Lohn gekauft. Nichts geht über so eine alte Lady. 5.000 und Sie bekommen sie noch dazu. Ach, nee. Ich versuche mich gerade zu verkleinern. Was ist los? Warum kündigst du den Mietvertrag, ohne mit uns zu reden? Wenn ich bei Kroll jeden Mitarbeiter nach dem Standort der neuen Produktionshalle gefragt hätte, wäre sie nie gebaut worden. Unsere Familie ist aber nicht deine Firma, Papa. Wir sind nicht deine Mitarbeiter. Die Miete ist einfach zu hoch. Außerdem ist das eine Chance für uns, wenn wir hier ausziehen. Eine Chance? Ja. Diese Villa. Wir dachten immer, das ist das Leben, das man sich erträumt. Dabei ist sie ein Gefängnis. Also wenn das hier ein Gefängnis ist, dann hätte ich gern lebenslänglich. Als ob es im Leben immer darum geht, es möglichst bequem zu haben. Ja, und um was geht's? Es ist doch egal, ob man in einer Villa wohnt oder in einer Hütte. Wichtig ist doch, wie man sich dabei fühlt. Darum geht's doch im Leben. Außerdem hat der Makler schon ein total süßes Haus für uns gefunden.
Was sagt ihr? Also ich habe keinen Bock auf sozialen Abstieg. Ihr habt euch immer beschwert, dass wir keine Nachbarn haben. Super, der hilft uns bestimmt aus, wenn wir keine Eier mehr haben. Also ich find's total nett hier. Außerdem braucht ihr zwar nicht die Schule zu wechseln und könnt eure Freunde behalten. Was gibt's da zu klotzen, hä? Wo ist denn hier die Garage? Wir brauchen keine Garage mehr. Es sind keine 5 Minuten zur Bushaltestelle. Da fehlt dein Zimmer, Papa. Du wirst dir ein Zimmer mit deiner Schwester teilen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Jetzt beruhigt euch. Wir haben ein Dach über dem Kopf, keiner wird verhungern und der Rest wird sich finden. Wollen wir nicht noch mal drüber schlafen, Frank? Warum? Weil es hier keinen Pool gibt? Ich brauche keinen Pool. Ich brauche einen Mann, der nicht immer im Alleingang über unser Leben entscheidet. Ich habe den Mietvertrag schon unterschrieben. Du hast was? Sonst hätten wir noch einen weiteren Monat Miete für die Villa zahlen müssen. Stellst du deine Röhre auf die Heizung? Ich brauche hier mal Hilfe. Nimmst du das? Ich brauche hier mal Hilfe. Ja. Hier auf! Mist. Weniger ist mehr. Ich gehe mal rüber zu unserem Nachbarn und frag den, ob der eine Säge hat. Der wirkt doch ganz nett. Dann kannst du ihn gleich fragen, ob es schon ein bisschen lauter geht. Mach ich. Verdammte Scheiße, nicht mal am Samstag hat man seine Ruhe. Frank Schuster, ich bin der neue Nachbar. Darauf sollten wir anstoßen. Ein andermal gerne. Ich habe total viel zu tun. Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob... So viel Zeit muss sein. Hier gibt's klare Regeln. Den ersten Drink bekommen die Gäste von mir, dann ist Selbstbedienung. Sie sind Schlagzeuger? Ich bin der Hans. Arbeite für ein Sicherheitsunternehmen. Schlagzeug spiele ich nur, weil ich sauer bin. Warum? Weil meine Frau abgehauen ist und nicht nur alle Möbel mitgenommen hat und die Kinder, sondern auch meinen Hund. Was ist passiert? Alles fing damit an, dass ich auf die verwegene Idee gekommen bin, meinen Job von heute auf morgen hinzuwerfen. Was war denn das für ein Job? Filialleiter in einem Baumarkt.
Jetzt arbeite ich für den Sicherheitsdienst im Zoo. Noch ein Bier? Ja. Wo sind die anderen? Geflüchtet. Nina macht mit David Mathe und Mama ist beim Maler. Was machst du? Ich halte die Stellung. Sollen wir was spielen? Du musst dich nicht um mich kümmern, ich komme schon alleine klar. Das reicht jetzt. Ist doch gerade so schön. Ja, weil du die ganze Zeit gewinnst. Deshalb musst du schon längst ins Bett. Bringst du mich? Hoppala. Ist der 22:30 schon durch? Danke für die Auskunft. Hier sitzt schon niemand. Ich sehe hier niemanden. Ich habe dem Alten gesagt, dass du da sitzt. Ich habe dem Jungen gesagt, dass ich niemanden sehe. Dürft ihr überhaupt schon Alkohol trinken? Was genau geht dich das an? Ah, du hast eine ganz schön große Klappe. Ja, du auch. Ich glaube, ihr geht jetzt besser nach Hause. Sag mal, was ist denn eigentlich dein Problem? Lässt sich deine Alte nicht mehr ran? Was ist denn los? David hat Schluss gemacht. Warum? Weil ich nicht mehr zu ihm passe. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Schwachsinn? Du ziehst hier dein Ding durch und ich muss dafür büßen, bis wir nicht mehr am See wohnen, bis mein Vater ein arbeitsloser Loser ist. Wer sagt denn das? David? Du wirst schon schnell wieder einen netten Jungen finden, der dich mag und nicht nur deine Adresse. Ja, klar. Einen von denen, die mich gerade blöd an der Bushaltestelle angemacht haben. Tja, jede Firma, die sie einstellt, darf sich glücklich schätzen. Warum tun sie es dann nicht? Sie wollen einen Job mit wenig Verantwortung und viel Freizeit? Ja. Aber dafür bin ich bereit, für die Hälfte meines normalen Gehalts zu arbeiten. Mhm. Am liebsten als halbe Stelle. Aber da ist der Ärger doch schon vorprogrammiert. Sie sind überqualifiziert, Herr Schuster. Sie sind es gewohnt, Anweisungen zu geben und Mitarbeiter zu führen. Da werden Sie sich doch nicht sagen lassen, was Sie zu tun haben. Ganz schön mutig, nach 16 Jahren in den Beruf zurückzukehren. Ja, ich habe immer gerne gearbeitet, nur wegen der Kinder pausiert. Mein Mann ist jetzt zu Hause. Ja, wenn ich Sie einstelle, Frau Schuster, dann ist der Ärger vorprogrammiert. Sie sind überfordert, weil Sie keine Routine haben. Völlig normal, oder? Nach 16 Jahren. Meine Nichte, warum schnuppern Sie nicht erstmal wieder in Ihren Beruf rein? Sie machen hier ein halbes Jahr ein unbezahltes Praktikum. Und wenn es gut läuft, dann sehen wir weiter. Sein. 3.000 Euro für die Vermittlung einer Doppelhaushälfte? Schämen Sie sich eigentlich nicht?
So viel haben die meisten Menschen in Deutschland im Monat nicht zum Leben. Was Sie für ein paar Besichtigungstermine? Ach Quatsch, Sie haben den Hintern ja kaum aus dem Büro rausbewegt, sondern nur telefoniert. Und hier, Top-Aufschlag, weil das Haus in einer verkehrsberuhigten Siedlung liegt. Dabei sind es bis zur Hauptstraße keine 100 Meter. Hätten Sie Lust, für mich zu arbeiten? Bitte? Sie haben so eine überzeugende Art. Nehmen Sie doch Platz. Und was ist hiermit? Das vergessen wir einfach. Okay? Das geht dich nichts an. Und ob mich das was angeht? Ich habe dich nämlich gesehen mit diesem Typen von der Bushaltestelle auf seinem Roller, ohne Helm. Er heißt Victor. Ist mir egal, wie der heißt. Was mir allerdings nicht egal ist, ist, dass sich meine minderjährige Tochter mit einem Typen rumtreibt, der nichts tut. Du tust doch auch nichts. Das ist was anderes. Darf ich jetzt auf mein Zimmer? Mit dem neuen Megalos der ARD-Fernsehlotterie. Damit können Sie übrigens auch eine Sofortrente gewinnen. Du bist noch auf? Nina treibt sich mit seinem Herrn von der Bushaltestelle rum. Hast du schon versucht, mit ihr zu reden? Natürlich. Und die lässt ihn jetzt auf diesen Victor kommen. Ich war genauso in dem Alter. Je mehr wir versuchen, ihr diesen Jungen auszureden, umso mehr wird sie sich an ihn klammern. Du, vielleicht sollten wir ihn mal einladen. Mhm. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ich habe einen Job. Einen Job? Warum? Ja, einer von uns muss so das Geld verdienen. Was ist denn das für ein Job? Ich werde als Maklerin arbeiten. Als Maklerin ist nicht dein Ernst? Doch. Wir haben uns früher aufgeregt über diese Typen, die mit 3 Anrufen mehr verdienen als normale Leute im ganzen Monat. Ja. Aber wir können das Geld gut gebrauchen. Ich finde, du hättest voll mit mir reden können. Das ist doch auch nicht, was du deinen Job hingeschmissen hast. Was hast du jetzt vor? Um 1 kommt Leonie aus der Schule, bis dahin muss das Essen auf dem Tisch stehen, dann helfe ich dir bei den Hausaufgaben. Ich will nicht wissen, was du heute vorhast. Was hast du vor mit deinem Leben? Ich weiß es nicht. Haben Sie sich das mit den 5.000 überlegt? Ja, aber dafür, dass ich auf die Hälfte von dem verzichte, was ich im Internet für den Wagen kriegen würde, darf ich Ihre Werkstatt nutzen. Wozu? Ich will das alte Moped flott machen. Lust, mir zu helfen. Schau mal, hier sind 2 Schrauben. Die lange? Okay.
Okay. Kommt durch das Loch hier und die kurz hier vorne durch. Komm, hilf mir mit. Da, jetzt. Das Wasser. Jetzt. Guck mal in der Schublade. Da ist ein 13er Schlüssel. Der? Ein 13er. Mach die Schluppe aus und hilf mit oder verschwinde. Sag, wie blöd seid ihr eigentlich? Der verarscht dich und ihr merkt's nicht mal. Ich fahr jetzt zum See. Viel Spaß noch. Warte, ich komm mit. Fünfzehner. Was für ein Loser. Ist offen. Entschuldigung, mir ist eine Wohnungsbesichtigung dazwischen gekommen. Du bist 2 Stunden zu spät. Hm. Was soll ich machen, wo ich jetzt für den Unterhalt unserer Familie verantwortlich bin? Und Frank? Der arbeitet in einer Autowerkstatt. Ist doch super, dann kommt jetzt Geld rein. Vergiss es, der erfüllt sich da so ein Jungstraum. Jemand da? Janina? Hey! Arbeitest du jetzt an der Tankstelle? Die Kumpels von deinem Victor haben mir heute beim Schrauben geholfen. Würde ihm vielleicht auch ganz gut tun. Der wirkt manchmal so ein bisschen frustriert. Wann gehst denn du endlich mal wieder arbeiten? Ich meine, richtig arbeiten mit Geld verdienen und so wie Mama. Ist dir mal aufgefallen, wie müde die jeden Abend nach Hause kommt? Janina? Leonie, die trifft sich nicht mal mehr mit ihren Freundinnen, weil sie das Gefühl hat, man kann dich nicht alleine lassen. Kann spät werden. Nein, das Haus hat keinen Seeblick, aber dafür sind es nur 5 Minuten bis zur S-Bahn. Verstehe. Aber wissen Sie eigentlich, dass der See an 200 Tagen im Jahr im Nebel liegt? Ja, Sie bezahlen viel Geld für etwas, von dem Sie eigentlich gar nichts haben. Okay, gut. Dann mache ich den Vertrag fertig. Bis dann. Kennen Sie das La Familia? Ich habe für uns um 20 Uhr einen Tisch reserviert. Ja, gerne ein andermal, aber ich muss nach Hause. Die Kinder... Das ist ein Geschäftsessen. Wir treffen einen wichtigen Klienten. Okay, aber nur eine Stunde. Was denn? Arbeiten. Um die Uhrzeit. Ja. Jetzt ein Geschäftsessen mit einem wichtigen Klienten, dann kann ich es auch nicht absagen. Du kennst es doch. Hast du mir was zu sagen? Was ist denn das? Ich habe eine Villa am See vermietet. Was soll ich denn damit?
Leonie braucht neue Schuhe, Janina fährt mit ihrer Schule nach Prag und ich hatte keine Zeit, mal einzukaufen. Wo ist denn Janina überhaupt? Schläft sie bei einer Freundin? Ich habe sie nicht gefragt. Wieso hast du sie nicht gefragt? Ich denke, ich soll mich nicht immer in alles einmischen. Ja, aber... Das ist im Stand. Sag mal, wo bist denn du? Ich dachte, sie wären meine Tochter. Wie bitte? Woher haben die den Schlüssel? Von mir nicht. Feierabend, ihr geht jetzt alle nach Hause. Du hast hier gar nichts zu melden. Wo ist Janina? Wo ist meine Tochter? Fahr! Du merkst ja nicht mal, wenn deine Tochter nicht nach Hause kommt. Jetzt bin ich schuld, dass Nina aus dem Ruder läuft. Wenn du schon nicht arbeitest, dann kannst du dich wenigstens um die Kinder kümmern. Hab ich schließlich auch 16 Jahre lang gemacht. Das ist nicht fair, Veronika. Ich versuche gerade... Weißt du, was nicht fair ist? Wenn jemand eigenständig das Leben seiner Familie auf den Kopf stellt und dann die anderen für seine Probleme verantwortlich macht, das ist nicht fair. Ich muss in 4 Stunden wieder raus. Was ist denn mit Nina? Muss sie nicht zur Schule? Ist ein bisschen spät geworden letzte Nacht. Ich schläft sie erst mal aus und dann... Was dann? Dann werden ihr mal andere Seiten aufgezogen. Morgen. Gut geschlafen? Du traust dich noch hierher. Ist Nina schon wach? Wenn du nicht sofort verschwindest, dann rufe ich die Polizei. Und du willst ein Mann sein? Deine Frau verdient die Kohle und wenn du mal nicht weiter weißt, rufst du die Bullen. Schönen Tag noch. Warte, Victor! Was? Du hast noch nicht gefrühstückt. Ich fahre lieber hungrig zur Schule, als jeden Morgen dein frustriertes Gesicht zu ertragen. Darf ich jetzt gehen? Ich verbiete dir den Umgang mit diesem Typ. Träum weiter, Papa. Das kannst du gar nicht. Alles klar? Ja.
Ja, wenn ich gewusst hätte, dass wir einen Bootsausflug machen, dann hätte ich vielleicht besser Turnschuhe angezogen. Das ist kein Ausflug, wir treffen meinen Klienten. Damit er bereit ist für die unverbaubare Lage am See. Ich zieh die besser aus. Ah, Moment, Entschuldigung. Geh's weg. Danke. Hallo? Ja, tschüss. Alles okay? Ja, danke. So. Na dann. Willkommen an Bord. Oh, jetzt habe ich irgendwas im Auge. Im Auge? Ja. Was ist im Auge? Ist okay? Deine Spaghetti sind so toll, Papa. Aber frag erst mal Nina, ob sie noch was davon möchte. Ist lieb von dir, Leo, aber ich muss auf meine Figur achten. Ich hatte vielleicht einen komischen Kunden. Der wollte eine Villa mieten, nur für seine Hunde. Aber wie ging es dir denn heute, Spatz? Bibi hat gefragt, ob ich mit ihren Eltern übers Wochenende zum Wandern in die Alpen gehen will. Aber ich habe abgesagt, damit der Papa nicht allein daheim ist und auch Dummheiten macht. Und wie stellen Sie sich das vor? Erst lassen Sie hier alles stehen und liegen und ich darf über Nacht in Ihre viel zu großen Fußstapfen treten. Und wenn ich dann nach 16 Stundentagen, schlaflosen Nächten und durchgearbeiteten Wochenenden dann den Job endlich beherrsche, dann beschließen Sie, irgendwie war hier doch alles gar nicht mal so schlecht. Tut mir leid. Warten Sie. Wir errichten eine eigene Produktionsstätte in Indien. Kürzere Wege, näher am Kunden, niedrigere Kosten. Und dafür suchen wir noch einen erfahrenen Betriebsleiter. Eine 250.000 Grundgehalt, eigene Villa, Personal und den Heimflug an Weihnachten übernehmen wir auch noch. Ich gehe nach Indien. Was tust du? Roller öffnet dort eine Produktionsstätte, dann kommt ein bisschen Geld ins Haus und du hast hier freie Bahn mit deinem Makler. Was soll das? Glaubst du, ich weiß nicht, was zwischen euch beiden läuft? Du hast ja keine Ahnung. Ah. Roger erwartet, dass ich den ganzen Tag zur Verfügung stehe, sonst bin ich draußen. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ja, aber ich habe meine Mitarbeiterin nicht auf den Händen getragen. Ich habe ihr auch nicht ihre High Heels hinterher geschleppt. Und vor allem habe ich sie nicht geküsst. Und das ist der Unterschied. Was ist denn daran so komisch? Ja, du. Ah, ich? Ja, du bist komisch. Verstehe. Ich bilde mir das wahrscheinlich alles nur ein. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich versuche, den Laden zusammenzuhalten, während meine Frau sich mit einem anderen Mann auf dem Boot vergnügt, das uns mal gehört hat. Schämst du dich eigentlich gar nicht? Wenn du das wirklich von mir denkst, dann haben wir beide uns nichts mehr zu sagen. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Wie ist du, Roger? Und die Kinder?
Du schaffst das schon. Ist was passiert? Ich habe mich verrannt. Soll vorkommen. Deshalb jogge ich nicht. Nicht nur, dass meine Frau das Geld verdient, jetzt hat sie auch noch eine Affäre mit ihrem Chef. Meine kleine Tochter redet mit sich selbst. Und die Große lebt inzwischen ihr eigenes Leben. Dabei wird sie nächste Woche erst 16. Oh, gibt's eine Party? Ich hab grad echt andere Sorgen, Hans. Nee, das musst du ernst nehmen. 16. Geburtstag. Mit einer coolen Party zeigst du deiner Tochter, dass sie dir was bedeutet. Außerdem hast du deine Aufgabe. Frank glaubt tatsächlich, dass ich eine Affäre mit Roger habe. Und hast du? Ich habe wirklich andere Sorgen. Keine Ahnung, was wird. Irgendwie habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt, wenn Frank nicht mehr arbeitet. Ja, wie denn? Jedenfalls nicht so. Er hat sich völlig verändert. Er ist so angespannt und launisch. Das klingt aber gar nicht gut. Warum tun wir uns nicht zusammen? Wobei? Beim alberne T-Shirts bedrucken. Damit kommst du doch kaum über die Runden. Ja, weil wir das nicht professionell angehen. Da ist mein Businessplan. Und ich war damit schon bei der Bank und die geben mir 20.000 Euro Starthilfe. Das ist doch cool, oder? Wir machen die Entwürfe hier und fertigen lassen wir in Indien. Was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Dass ich ganz schnell 18 werde und hier ausziehen kann. Verstehe. Bist du dann zum Essen da? Nee, ich bin mit Victor auf einer Party. Die Mama. Arwen. Komm her. Trennt euch jetzt? Wie kommst du nur darauf? Schuster? Ja, ich frag sie. Bibi ist dann und fragt, ob du Lust hättest, mit dir und ihren Eltern übers Wochenende in die Alpen zu fahren. Ich hatte doch schon gesagt, Bibi, dass ich nicht mit kann, weil ich Mathe machen muss. Bibi, Leonie kommt gerne mit. Ja. Ich bringe sie vorbei. Tschüss. Und was machst du denn ganz alleine bis Wochenende? Ich komm schon klar. Guten Morgen. Ich möchte bitte mit meiner Frau sprechen. Wie kommen Sie darauf, dass Ihre Frau bei mir ist? Ich dachte, Sie beide sind zusammen. Was ist denn das für eine bizarre Idee?
Wo ist sie denn? Keine Ahnung. Ihre Frau arbeitet nicht mehr für mich. Hat sie gekündigt? Leider. Ich habe eine deutlich höhere Beteiligung angeboten, aber das hat sie nicht umstimmen können. €30 pro Quadratmeter und das im Gewerbegebiet. Damit liegen Sie 20% über dem Mietspiegel. Das können Sie vergessen. Du hast deinen Job gekündigt. Machst du dich jetzt als Maklerin selbstständig? Das mit Roger tut mir leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Niemals. Ich suche Büroräume. Maler bedruckt ihre T-Shirts jetzt im großen Stil und ich steig mit ein. Schön. Das ist doch toll für euch. Du willst wirklich ausziehen? Ich weiß, dass ich dir, euch eine Menge zugemutet habe. Ich habe so eine Angst, dich zu verlieren. Sollte eine Überraschung sein. Ja, aber ich habe Karten für das Lady Gaga-Konzert heute Abend in der Olympiahalle. Das ist ein Geschenk von Victor. Muss der Victor vielleicht alleine aufs Konzert gehen? Geh du mal auf dein Konzert. Sicher, Papa? Ja. Bleibt mehr Kuchen für mich übrig. Thank you.
Sorry. Ging nicht schneller. Der Motor säuft die ganze Zeit ab. Hi. Schau es mir mal an. Das Gemisch ist zu fett. Hast du Angst, dir die Finger schmutzig zu machen? Der Vergaser ist falsch eingestellt. Kommt jetzt wieder ein blöder Spruch? Mir fällt gerade keiner ein. Ziemlich schwach. Wow! Und? Kriegt ihr die Kiste wieder zum Laufen? Ja, aber wir brauchen eine neue Zündkerze und die gibt's drüben in der Werkstatt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Na, wenn wir einen Bus nehmen? Ja, wenn wir einen Bus nehmen, kommen wir zu spät zum Konzert. Ja, aber nicht schneller als 40. Die alte Dame kommt sonst aus der Puste. Und Helm auf. Nimm, sonst steht ihr in der letzten Reihe und seht gar nichts. Danke, Papa. Danke. Kann spät werden. Ich habe mit Indien telefoniert. Ich dachte, das hat sich erledigt. Und ich habe mit Indien wegen eurer Firma telefoniert. Ich könnte euch einen Kontakt herstellen zu einer Weberei in Rajasthan, wo ihr 30% unter den Herstellungskosten bleibt, die ihr in eurem Businessplan veranschlagt habt. Würdest du bei uns einsteigen? Warum nicht? Dann wärst du mein Chef. Klar. Nee. Den Stress tue ich mir nicht mehr an. Das überlasse ich anderen. Halbe Stelle, volles Gehalt. Ja, das würde dir so gefallen. Weniger ist mehr.
Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit mit mir kommen könnte. Dabei war ich bis vor kurzem ein beneidenswerter Mann. Ich hatte einen tollen Job, war verheiratet mit einer wunderbaren Frau und besaß eine Segeljacht. Jetzt gehört die Yacht einem anderen Mann. Und ob das immer noch meine Frau war, da war ich mir nicht mehr so sicher. Ich kann nicht. Die Inder kommen. Das ist mir egal, er soll sich bei mir melden. Das kann ich nicht auch noch machen, das müssen wir regeln. Das muss perfekt laufen. Ein kleiner Imbiss ist ja nicht schlecht. Ich habe aber Vorsicht, die meisten nehmen das. Entschuldigung. Vegetarier. Gut. Na, Janina, gut geschlafen? Die ganze Nacht wach gelegen. Wieso denn? Heute Abend ist Premiere, schon vergessen? Nee, natürlich nicht. Ja, vor lauter Aufregung kann ich meinen Text nicht mehr. Soll ich dich abhören? Ja. Erster Akt, erste Szene. Erster Akt, erste Szene. Nun, liebes Herz, warum so blass die Wange? Wie sind die Rosen dort so schnell verwelkt? Vielleicht, weil Regen fehlt, womit gar wohl mein umwölktes Aug sich netzen könnte. Weh mir, nach allem, was ich jemals las und jemals hört in Sagen und Geschichten, rann nie der Strom der treuen Liebe sanft, denn bald war sie verschieden an Geburt. O Qual, zu hoch vor Niedrigem zu knien. Text? O Tod mit fremden Augen. Morgen, mein kleiner Spatz, ne? Gut geschlafen? So. Kaffee ist nichts für kleine Mädchen. Du bist erst 7. Aber ich bin schon 8. Trink deine Milch. Papi hat dich lieb. Tschüss. Alles okay? Ich mich ruhig um. Das ist die einzige Gelegenheit, dass du mich mal in den Arm nimmst. Tut mir leid. Ach komm, lass. Ich kauf neue. Die sind fürs Buffet heute Abend nach der Vorstellung. Was? Ich vergesse manchmal, wie schön du bist.
Können Sie unser Angebot für die Inder noch mal neu kalkulieren? Vielleicht gibt es bei dem Preis noch ein bisschen Luft. Gut. Herr Lechner. Herr Schuster. Was gibt's? Ich halte Ihre Anlagestrategie für äußerst riskant. Sie sollten sich breiter aufstellen. Hybrid 2.0 wird die Emissionen auf drastische Art und Weise reduzieren und uns noch unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen. Wäre übrigens auch was für Sie, Herr Lechner. Abgesehen davon, was sind die Alternative? Ich kaufe die Finanzprodukte Ihrer Bank, die ich nicht verstehe. Noch ist dieser Motor nicht zugelassen. Eine Formsache. Es geht nur noch um die Zustimmung der EU-Kommission. Und wenn Brüssel Nein sagt? Halten Sie mal. Vertrauen Sie mir einfach, Herr Lechner. Ich bin es gewohnt, Verantwortung zu tragen. Warum läuft das Mistding nicht? Wie laufen die Verhandlungen, Frau Müller? Den Indern ist unser Preis noch zu hoch. Deshalb dachte ich mir, wir zeigen denen mal, wie sorgfältig Bergkohl produziert wird. Exzellente Idee. Ja, aber da gibt es ein Problem mit der neuen Reibschweißeinheit. Ich kümmere mich drum. Software? Nein, ein Bedienfehler. Ich habe den Notdienst gerufen, der steht im Stau. Ja, und wir verlieren den Indien-Auftrag. Zwei Weinbus, halten Sie mal. Ja. Warum machen Sie sich die Hände dreckig? Der Techniker ist doch gleich da. Weil das nur ein paar Handgriffe sind. Hast du schon was von Papa gehört? Keine Sorge, das lässt er sich nicht entgehen. Sollen wir noch mal deinen Text machen? Janina? So. Die Inder können kommen. Strom einschalten. Sie haben echt was verpasst. Ihre Nina hat uns alle zu Tränen gerührt. Komm jetzt rein, okay? Abgeschlossen. Wundert dich das? Komm ins Bett. Ich muss noch meine E-Mails checken. Wenn das so weitergeht, dann suche ich mir einen jungen Liebhaber. Noch jünger. Nächste Woche ist unser Hochzeitstag. Den du allein im Flieger nach Indien verbringst? Nee, um 12 Uhr fällt der Hammer und dann gehöre ich nur noch dir. Ich bin gespannt.
Herr Huber. Nein. Haben wir doch schon besprochen. Wie, Sie gehen schon? Hochzeitstag. Und der Vertragsabschluss mit den Indern? Frau Müller, das schaffen Sie auch ohne mich, oder? Sind Sie wenigstens erreichbar? Du hast uns ein Boot gemietet. Gemietet? Das gehört dir. Du musst es nur noch taufen. Ich wäre auch mit einer Jolle zufrieden, wenn du mehr Zeit für mich hättest. Jetzt bin ich da. Haben wir alles? Knabberzeug, zwei Gläser, du hast den Champagner? Handy aus. Heute wird nicht gearbeitet. Sicher? Wirklich nicht. Schuster? Ich muss noch mal kurz in die Firma. Die Inder weigern sich, mit einer Frau den Vertrag zu schließen. Ich bin sofort wieder da. Lass dir ruhig Zeit. Feier ich meinen Hochzeitstag halt alleine, ist ja nichts Neues. Was kosten die Rosen? 3 Euro. Ich nehme alle. Macht 90 Euro. Okay. Der Rest ist für Sie. Und der Eimer? Was ist passiert? Sie hatten unvorstellbares Glück. Ihr Auto ist nur noch Schrott. Wir werden Sie ein paar Tage hier behalten. Ein paar Tage? Ich muss in die Firma. Wo ist mein Handy? Ihr Handy bekommen Sie erst wieder, wenn Ihr Kreislauf wieder stabil ist. Was Sie jetzt brauchen, ist Ruhe. Hey. Ich hab gesagt, ich kann mein Haus
Hochzeitstag auch alleine feiern. Ist nichts passiert. Na, ihr Äpfeltäschchen? Hier für dich habe ich selbst gebacken. Oh, danke. Hat denn jemand Geburtstag? Ja, du, Papa. Du wärst fast gestorben. Und jetzt musst du die Kerze auspusten. Darfst du dich denn überhaupt schon so anstrengen? Superman ist doch unbesiegbar. Yes, baby. Jetzt brauchen wir noch Teller. Vielleicht fragt ihr mal im Schwesternzimmer. Okay. Du auch, Lini. Dass du dich permanent überforderst. Was soll ich denn machen? Aussteigen? Es geht doch nicht darum, dass du vom Hamsterrad in die Hängematte wechselst. Weniger ist mehr. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ja, das hört sich immer gut an. In der Theorie. Frank, ich brauche das alles nicht. Die Villa, zwei Autos, das Boot, den ganzen Luxus. Meinst du ich? Aber warum schuftest du dann bis zum Umfallen? Ich mag meine Arbeit. Diese Firma ist mein Leben. Ich kann eine Menge Sachen bewegen. Ich trage Verantwortung. Ich arbeite gern. Du bist nicht der Einzige, der einen Beruf hat. Ich kann auch das Geld für uns verdienen. Wie denn? Lustige T-Shirts bedrucken wie deine Freundin Maler? Entschuldige, das war doof. Frau Schuster, wir brauchen noch ein paar Daten. Muss aber nicht sofort sein. Geh ruhig. Kannst du gleich nach den Kindern gucken. Frau Müller? Ja, 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 es geht mir gut. Hören Sie mir zu. Ich brauche dringend ein paar Sachen ins Krankenhaus. Firmenwagen, Laptop und Handy. Frau Müller, ich bin auf dem Weg. Ja. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich mach so schnell ich kann. Um 14 Uhr hätte ich gerne die Abteilungsleiter zur Sitzung. Namensschilder unter anderem. Ich finde silberne Schilder schick, wo nur der Vorname draufsteht. Wir sind doch keine Fastfood-Kette. Also ich würde auf die Vornamen verzichten. Zum Beispiel Huber. Einfach nur Huber. Allein in der Buchhaltung arbeiten drei Hubers. Die können Sie doch nummerieren. Wen? Na, die Hubers. Alles in Ordnung, Herr Schuster? Gar nichts ist in Ordnung. Ich war so gut wie tot, aber das Leben hat mir eine zweite Chance gegeben. Und was mache ich damit? Ich verbringe meine Zeit mit Diskussionen, ob die neuen Namensschilder Gold
oder silbern sein soll. Sie können doch jetzt nicht einfach gehen, Herr Schuster. Ich werde Sie alle vermissen. Frank, wieso bist du nicht im Krankenhaus? Ich habe mich vorzeitig entlassen, aber nicht nur aus dem Krankenhaus. Was? Ich habe bei Kroll gekündigt. Du hast was? Ich habe gekündigt. In den Sack gehauen, den Büttel hingeschmissen. Sucht euch was aus. Hat dir die Konkurrenz ein besseres Angebot gemacht? Nein. Die Inga? Nein. Vielleicht hat der Papa doch was von seinem Unfall zurückbehalten. Richtig, mein Schatz. Dass man nicht immer so weitermachen kann, als wäre nichts geschehen. Jetzt freut euch doch. Endlich habe ich Zeit. Wann waren wir das letzte Mal gemeinsam im Urlaub? Vor 3 Jahren. Ja, über Ostern in Venedig. Ja, und nach 12 Stunden musstest du wieder zurückfliegen. Das wird jetzt alles anders. Keine Handys mehr, die ständig dazwischen quatschen. Keine wichtigen Termine, die sich nicht verschieben lassen. Keine Erreichbarkeit von morgens bis abends. Wir werden uns endlich wieder den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Was soll das sein? Zuschauen, wie die Sonne über dem See untergeht. Ein gutes Gespräch. Wann haben wir das letzte Mal Mensch, ärger dich nicht gespielt? Morgens dem Gesang der Vögel lauschen. Die Schönheit des Lebens entdecken, die in den kleinen Dingen steckt. Jetzt kommt doch an Bord. Bleib doch noch ein bisschen liegen, du hast jetzt frei.